Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerer Schleim, meine Lieben. Wie ihr seht, gibt es heute mal wieder einen Slimes-Movie. Ich habe hier ganz viele alte Slime, die ich heute mal wieder verputzen will in einen coolen Slime. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like. Wer schreibt jetzt, Mann? Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like, da schreibt mir ein Kommi und abonniert gerne meinen Kanal. Und vielen Dank für 3000 Abonnenten. Schreibt mir doch mal Hashtag 3000 Abonnenten. Huhu. Und ich werde euer Kommentar garantiert liken. So, los geht's jetzt aber mit unserem Slime. Ja, wir fangen hier an. Ich habe hier schön alten Konfetti-Slime. Oh, das war einer meiner Lieblings-Slime. Und schon alleine, weil er so schön bunt und glitzerig ist. Ja, den habe ich hier in mehreren Dosen. Also nicht so spektakulär. So, den packen wir hier mal so an die Seite. Unser erster Schleim ist schon mal drin. Weiter geht's. Hier haben wir mal Wasser drin. Oh, der ist aber fest. Der ist sehr schön. Ich mag so Jelly-Schleim mit Glitzer, der ist schon ziemlich fest. Aber der ist so schön fest. So, den machen wir dahin. So, als nächstes haben wir einen sehr schönen Jelly-Slime mit Rot. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, der müsste einfach nur ein bisschen angeweicht werden. Wieder ein bisschen Glycerin dran, dann sollte er eigentlich wieder weich werden. Aber naja. So, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, was das ist. Aber irgendwie ist da Silber dran. Hier haben wir einen schönen blauen Slime. Oh, der ist schön. Aber alles sind halt schon so ein bisschen fest von der Konsistenz. Aber das ist nicht so schlimm. Deswegen machen wir den Smoothie. Leute, Smoothie. Ja, sieht doch schon ganz nett aus. So, dann haben wir hier irgendwas mit Perlen. Ach hier, und grün ist auch drin. Ja, ist doch ein schöner Ombre. Ombre-Look. Oh, der riecht gut. Oh ja, der riecht gut. Oh, der hört sich sogar lustig an, oder? Und die Perlen fliegen überall hin. Hier haben wir irgendwas Rosanes mit Bläschen oben. Ah, das ist hier der UV-Slime. Könnt ihr euch an den erinnern? Der die Farbe wechselt. Was ich mit dem Föhn gemacht habe. Das habe ich jetzt nämlich gleich gerochen, weil der riecht so richtig stark nach Acrylfarbe. Der ist von der Konsistenz her eigentlich noch ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen fest. Aber noch okay. Den habe ich hier natürlich nochmal. Den tun wir hier in die Seite. So, machen wir hier weiter. Wieder was mit Perlen. Ist auch richtig fest oben. Der ist schon so fest, dass die Nummer von... Da steht die Nummer von dem Töpfchen hier. 25 oder 250. So, wie immer sind die Perlen oben schön festgetrocknet und der Slime darunter ist eigentlich noch okay. Tu es mal lieber rein, bevor die ganzen Perlen hier einen Abgang machen. Als nächstes haben wir hier den Kooperationsschleim. Der ist jetzt mittlerweile auch fest. Oh, aber der Slime ist noch echt slimy. Ja. Oh nein. Ich habe nicht drüber nachgedacht, mir natürlich wieder was hinzulegen, wo ich meine Hände dran sauber machen kann. Hier ist mein Eisgranulat-Slime.
Und der ist jetzt auch schon sehr alt. Deswegen ist das oben. Wow. Boah. Obwohl der eigentlich schön ist. Wenn man den wieder vermischt. Mit dem Slime. Aber der war schon cool. Also. Schon ist er wieder richtig gut. Ne? Geil. Boah, der ist so cool, der Slime. Nein. Schön ist natürlich nicht, wenn das Granulat hier irgendwo rumfliegt. Oh, kommst du mit da rein? So, als nächstes kommt, oh, hier schön gemixt wieder. Haben wir ein bisschen Konfetti-Slime und hier oben drauf irgendwas anderes, altes. Aber sieht doch nett aus. Ja, Konsistenz ist eigentlich noch ganz ertragbar. Jetzt haben wir hier, oh ja, der ist auch schön. Mit ganz viel, das ist der Holo-Glitzer-Slime, der war auch ein Kooperations-Slime. Der sieht aber aus, als ob er noch ganz gut wäre. Wow, der ist echt noch schön. Ja. Boah, der ist richtig schön. Oh, voll schade drum, ey. Der ist echt schön. Boah, der hat auch noch eine richtig gute Konsistenz. Aber naja, jetzt ist es zu spät. Er ist jetzt das Mist. Boah, zieht's euch rein. Aber naja, so ist das nicht. Auch ein Slime muss mal nach Hause gehen. So. Was haben wir hier? Ja, ein bisschen Soße drüber machen. Ich riech schon, das ist Waschmittel-Slime. Oh, das wollte ich eigentlich nicht mehr an Händen haben. Ich werfe den jetzt einfach mal hier so da rein, weil kein Bock drauf. Als nächstes, könnt ihr euch an den noch erinnern? Das war mein Schwammslime, der jetzt auch sehr kompakt ist, wie ich gerade merke. Oh. Oh. Alter. Also der ist richtig fest geworden. Krass. So ein, boah, der Waschmittelschleim. Boah. Ich weiß, was für einen Geruch ich nicht vermisst habe. Und zwar von dem Waschmittel-Slime. So, dann haben wir hier. Das müsste auch ein älterer Slime sein. Oh, der ist aber schön. Guck mal. Oh ja, der hat eine schöne Konsistenz. Guck mal. Bisschen wie Joghurt. Oh ja, der ist schön. Schön in die Mitte. Das hier ist mein Metallic Slime, den ich mal gemacht habe. Mit der Metallic Farbe. Und zwar mit den durchsichtigen. Ah, mit dem durchsichtigen Kleber. Oh, meine Schüssel ist bald voll, Leute. Und da haben wir dasselbe natürlich nochmal. Obwohl hier die Konsistenz, weil es der. Das ist der. Guck mal, jetzt können wir das mal vergleichen. Das ist der Slime, glaube ich, mit dem weißen Kleber und das andere ist der Slime. Nee, es ist derselbe. Ist auch egal. Oh Mann, ey. So, nein damit. Boah, Leute, die Schüssel ist so voll, ey. So, wir haben hier noch... Ich habe ein bisschen Angst, weil die Dose ist aufgebläht. Ich hoffe, da spritzt jetzt nichts raus. Oh, nee, es hat nur plupp gemacht. Oh. Guck mal, es ist Wasser. Oder das ist fast pures Waschmittel. Ich werde es nicht dran machen, das ist mir zu flüssig. Das war der Tide Pod Slime. Den werde ich nicht dran machen. Oh, hier. Von meinen ersten Versuchen, nee, von meinen zweiten Versuchen von meinem Cloud Slime habe ich hier noch ein bisschen Cloud Slime. Guck mal, voll süß. Mit ein bisschen rosa. Tada. Boah, der ist so toll. So, den machen wir natürlich hier schön mit rein. Oh, endlich mal wieder Platz hier, die ganzen Dosen weg. So, und jetzt haben wir hier zum grünen Abschluss nochmal mein Jelly Cube Slime. Oh, der ist auch schon fest, aber ist nicht so schlimm.
So, den machen wir jetzt noch als Krönung oben drauf. Zieht es euch mal rein. Ey. Die Schüssel ist so voll. So, das lasse ich jetzt ein bisschen stehen, damit sich alle Slime ein bisschen miteinander verbinden können. Und dann mixen wir das Ganze natürlich mal schön durch. So, mein Lieben, es geht los. Ich bin voll gespannt, ob ich ihn jetzt einfach stürze. Oh, ist der krass. Ich stürze den jetzt an. Wow, wow, wow. Ist mir fast aus der Hand gefallen. Ich stürze ihn jetzt einfach mal um. Puh. Oh, so wird das keine Sauerei, ey. Oh, er kommt gar nicht raus. Oh, jetzt. Wow. Ja. Okay. Naja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, meine Lieben, ich denke, das reicht für den Slime. Ich habe ihn jetzt schön durchgemixt. Ich finde, er hat auch eine richtig schöne Farbe. Hier fängt er pink, rosa an, lila, blau. Und hier wird er jetzt türkis und die ganzen Glitzerstückchen dazwischen. Also ein richtig schöner, großer Schleimbär. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mich gerne wissen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Grimma Schleimt.